Guten Morgen. Nun gibt es doch ein kleines Resümee für das Wasserfasten. Ein paar Leute von euch haben sich das gewünscht, dass wenn ich wieder ja, so 2-3 Nächte mal wieder klar bei Verstand bin, wieder gegessen habe, dann nochmal sozusagen meine Zeit zu rekapitulieren beim Wasserfasten die Woche. Und dem komme ich jetzt einfach nach. Das ganz große Ding beim Wasserfasten, auch mit klarem Verstand, ändert sich da nichts dran. Ich kann für mich sagen, dass rein aus dem gesundheitlichen Aspekt ich nichts Spürbares sich irgendwie verbessert hat. Im Gegenteil, ich habe in der Woche ja, mehr gelitten, als dass ich irgendwie ein High gehabt habe, ein körperliches oder irgendwie besonders ja, entgiftet habe oder sonst ähnliches. Also da muss ich sagen, ist bei mir, es tut mir leid für die ganzen Menschen, die da positive Erfahrungen gesammelt haben oder sich positive Erfahrungen wünschen, weil sie selber das angehen wollen. Aber ich kann echt von meiner Seite sagen, aus gesundheitlicher Sicht, habe ich keine positiven Erfahrungen körperlicherseits erfahren durch das Fasten. Gut. Und ja, genauso stellt sich das eben auch dar, dass ich auf geistiger Ebene, auf spiritueller Ebene, ich hatte das in dem vorigen Fastenvideo gesagt, absolut davon überzeugt bin und werde mit Sicherheit auch wieder Wasser fasten. Und da es sich bei mir nun wirklich rein um das Leid dreht, dass das Leid anscheinend katalysierende Wirkung hat, ich habe einige Videos schon gemacht auf dem Kanal, wo es um Leid geht. Leid ist halt echt eine richtig, richtig geile Sache, wenn man das wirklich annehmen kann. Und wenn, ja, wenn man das einfach sozusagen, wenn Leid einem widerfährt, das nicht ignoriert, sondern dass dieses Leid angenommen wird, auch als Leid erfahren wird, also nicht verdrängt wird oder eben ignoriert, sondern als Leid angenommen wird, aber das akzeptiert. Es klingt ein bisschen vielleicht nicht verständlich für die meisten von euch, weil entweder leide ich oder leide ich nicht. Nein, man kann leiden auf körperlicher Ebene, aber geistig kann man dieses Leid annehmen. Und das ist genau das, was ich eben auch in der Woche getan habe, dass ich dieses Leid angenommen habe und dadurch, dass ich dieses Leid angenommen habe, dass ich das geschafft habe, mich dieser Herausforderung zu stellen, genau deshalb hat das halt so einen wahnsinnigen kreativen Schub und auch einen spirituellen Schub. Also spiritueller Schub bedeutet im Endeffekt, du nimmst die Dinge zum einen viel schärfer wahr, schärfer im Sinne von Klarheit im Denken, nicht unbedingt vom Sehen, also bei Schärfer assoziieren die meisten ja sicherlich mit Sehen, sondern du denkst klarer, du kannst besser aussortieren, du bist dir ganz klar darüber, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, du bist dir klar über Fehler, die du gemacht hast, du bist klar über Sachen, die du ändern möchtest und die Dinge, das meine ich mit klarer. Und das ist halt wirklich mit dem Leid verbunden und deshalb, und da kommen wir jetzt zum nächsten, werde ich wahrscheinlich auch mal das Trockenfasten probieren. Das heißt, ich werde auch wieder nicht aus gesundheitlichen Gründen, weil darüber gibt es glaube ich keine wissenschaftlichen Studien, das ist eher so eine Sache, wo viele ja, einfach nur Erfahrungen sammeln, die Erfahrungen teilen und ja, und das Trockenfasten bedeutet eben, dass du halt auch kein Wasser mehr trinkst, sondern dass du halt wirklich ja, gar nichts zu dir nimmst. Und ich vermute mal, das Leid wird dadurch nicht weniger und eventuell katalysiert es dann noch mehr diesen Prozess. Und ich bin ja kein Freund von Drogen. Ich habe ja noch nie in meinem Leben Drogen genommen, wobei ich jetzt auch nicht explizit Drogen abgelehnt habe. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass alles Drogen sind im negativen Sinne, wie häufig das ja, deklariert wird. Also zum Beispiel würde ich jetzt tatsächlich, genau wie damals der Patrick und der Marlon, auch mal einen Fliegenpilz essen. Ja, ich würde das einfach mal probieren. Ich würde natürlich nicht den ganzen essen, sondern würde erstmal probieren. Und genauso würde ich andere Pilze oder Kräuter, alles probieren und ja, und dann schauen. Aber ich würde das essen. Also Rauchen ist bei mir schon so eine Sache. Nein, da bin ich, nö, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Aber Kräuter probieren, indem ich sie esse, absolut. Und da bin ich sicherlich bei dem einen oder anderen, ja, dann auch, der dann sagt, hey, das sind auch Drogen, Christian. Ja, das ist nur ein Begriff. Ne? Ich muss mich gut dabei fühlen und ja, und aber, jetzt kommen wir in den roten Faden zurück, ich denke, dass nicht viel anders sein wird mit diesen Giften, die es ja oft sind, wie so ein Fliegenpilz oder sowas, dass diese Gifte im Endeffekt, also unseren Körper
sozusagen Leid verursachen und dass dieses Leid quasi dann, wenn man das annimmt, und das macht man ja, wenn man bewusst einen Fliegenpilz isst oder wenn man bewusst Drogen konsumiert, also Drogen im Sinne von Pilzen oder von Kräutern, wenn man dieses Leid bewusst annimmt, hat man ja eine positive Einstellung dazu. Und das ist eben dann auch irgendwo eben diese Akzeptanz des Leids, was damit einhergeht. Und diejenigen nennen das natürlich anders, aber für mich ist es eben die Richtung. Und dann ist eben die Frage, die sich mir stellt, muss ich denn wirklich dieses Leid zu mir nehmen, was ja durchaus nicht immer kalkulierbar ist? Oder kann ich das einfach machen, indem ich wirklich einfach zum Beispiel trocken faste oder ganz normal Wasser faste? Und da, vielleicht dauert das ein bisschen länger, bis das Leid kommt, aber kommt das Leid auch. Und entsprechend, ja, ist das so ein bisschen meine Quintessenz. Und das hat sich ja nun wirklich, ich habe ja nicht das erste Mal gewasserfastet. Ich habe das erste Mal 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage und jetzt 7 Tage gewasserfastet. Das ist mein 4. Mal. Und jedes Mal habe ich gelitten wie ein Hund. So, und während ich beim ersten Mal das überhaupt noch nicht annehmen konnte, weil ich ja gehofft habe, oh, es wird irgendwann gut, habe ich beim zweiten und dritten Mal gemerkt, oh, die ersten 2 Tage sehr, sehr großes Leid. Und das war eigentlich schon ziemlich, ich will nicht sagen geil, aber es war, ich habe gemerkt, wow, da passiert was mit mir, mit meinem Geist. Und ja, und jetzt beim letzten Mal, jetzt beim jetzigen Wasserfasten, war es tatsächlich so, dass ich von Anfang an wusste, es kommt Leid und es wird wahrscheinlich auch nur Leid bleiben, weil bei den 5 Tagen habe ich dann nach dem 3. Tag oder 4. Tag, wer die Videos noch nicht kennt, kann ja mal oben gucken, gedacht, es wird dann irgendwann besser oder so. Und ja, ist aber nicht besser geworden. Deswegen habe ich mich jetzt auch schon voll aufs Leid eingestellt und das Leid kam. Und ja, und es war einfach echt richtig, richtig, es war eine geile Zeit. Es war eine geile Zeit mit dem Wasserfasten. Sich selber an die Grenzen bringen, das Leid bewusst kalkulieren und sozusagen, man muss keine Angst vor dem Leid haben, weil man weiß, man kann jederzeit quasi in die Küche gehen und sich ein paar Süßlupinen reinpfeifen. Aber das dann halt eben trotzdem nicht machen. Und das ist auch eine Sache, die Disziplin schult natürlich, die Willensstärke. Und das sind Dinge, die wichtig sind, gerade Disziplin. Das ist so eine Sache, ich glaube, da können viele, viele Menschen, die Wasserfasten, richtig wertvolle Erfahrungen sammeln, zu was sie imstande sind. Viele, ihr kennt das sicherlich auch, gerade Veganer kommen irgendwo hin, ne? Und da gibt es nichts Veganes. Bei irgendeinem Fest oder was. Dann Fleppe, nichts Veganes, alles scheiße. Ne? Das ist scheißegal, dann isst da halt nichts. Ne? Das ist ein Abend oder das ist ein Nachmittag oder vielleicht sei es drum ein ganzer Tag. Mein Gott, dann isst du nichts. Wenn du gewasserfastet hast, dann weißt du, du kannst eine ganze Woche kannst du nichts essen und alles ist gut. So, und das schult einfach. Und ich glaube, das ist so, wie gesagt, diese absolute Kernessenz, und die ich jetzt auch mit etwas mehr Energie, mit mehr körperlicher Energie und ja, einer gewissen Vitalität ebenso, genauso als Quintessenz sehe, wie ich halt auch schon beim letzten Update-Video. Und jetzt hätte ich fast vergessen, wie ich das Fasten gebrochen habe. Da wollten ja einige von euch das wissen. Und ja, ich habe da ein kleines Video dazu gemacht. Das kommt wahrscheinlich auch dann im nächsten Food Diary. Auf jeden Fall, ja, tue ich euch jetzt mal kurz einblenden, wie ich das Fasten gebrochen habe. So, das ist mein Fastenbrecher-Smoothie. Ich habe jetzt eine Woche Wasser gefastet. Und ja, jetzt geht es wieder mit der Nahrungsaufnahme los. Bananen liegen schon bereit. Und ja, ich werde jetzt sozusagen das erste Essen wieder zu mir nehmen. Es ist wahrscheinlich auch wieder nicht korrekt und so weiter. Es gibt ja so eine richtige Wissenschaft übers Fasten. Aber ich habe einfach eine Woche nichts gegessen. Jetzt freue ich mich wieder was zu essen und ziehe mir jetzt den Smoothie rein. Und ja, im Smoothie drin ist auf jeden Fall Grünkohl, wie das seht ihr. Dann eine Beerenmischung, Kurkuma und dann Piperin, damit das Kurkumin besser aufgenommen wird. Ein Apfel ist drin, dann sind Alfalfa-Sprossen drin, es sind Linsensprossen drin und es sind Süßlupinsprossen drin, es sind Bananen drin, es sind Paranüsse drin, Leinsamen ist drin, dann Sesam ist drin, Mohn ist drin, dann ein Brokkoli-Strunk ist drin. Genau. Und ja. Vielleicht noch die eine oder andere Kleinigkeit, die jetzt so angefallen ist, die ich jetzt vergessen habe, was meistens irgendwie so Reste sind. Aber diesmal dürften gar nicht so viele Reste da sein, weil ich ja die Woche keine Reste produziert habe. Das ist das Schöne, wenn man ja nichts isst quasi,
Da muss man auch nichts ausgeben. Ja, und diesen Smoothie, den gibt es jetzt. Der wird natürlich noch ein bisschen mit Wasser aufgefüllt. Rote Beete ist noch drin. Genau, das war's. Ja, und das wäre ich das Fastenbrechen. Ja, also Fastenbrechen. Diesmal ja wahrscheinlich etwas sinnvoller als das vorige Mal. Das vorige Mal habe ich das Fasten einfach mit Cola gebrochen. Aber es ist halt so, wie es ist, ne? Und jetzt mit einem Smoothie und ja, überhaupt keine Probleme. Also nicht irgendwie, dass der Magen da Probleme plötzlich bekommen hat oder sowas. Und ja, das hat geschmeckt wie immer. Wir haben ziemlich schnell reingezogen nach der Woche. Und ja, und nachmittags, abends gab es dann noch einen großen Tomatensalat. Und ja, das war dann sozusagen der Samstag vom Essen her. Das wollte ich auf jeden Fall noch euch mitteilen. Die Frage ist jetzt, kann ich es empfehlen? Kann ich Wasserfasten empfehlen? Und ich kann auf jeden Fall ganz klar sagen, ja. Eben nicht unbedingt aus gesundheitlicher Sicht, auch wenn die Wissenschaft da mittlerweile ja auch mitgezogen ist, ne? Gegen Entzündungen Fasten gut, ich habe ein Video gemacht, könnt ihr oben in den Infokarten gucken. Aber meiner Meinung nach eher auf dem geistigen, auf dem spirituellen Sektor, wo du halt wirklich eben schulen kannst, das Leid anzunehmen. Und das ist ja so die große, große Essenz, die bei mir bleibt. Ansonsten mit dem Sport ist es ein bisschen weniger geworden in den 7 Tagen. Ich habe jeden Tag Sport gemacht, aber Sport, ne? Also dass ich wenigstens mal so was gemacht habe, um zu sagen, ich habe Sport gemacht. Aber ja, im Großen und Ganzen ja, war nicht so viel. Aber ich wollte halt mein Jahresziel 2017, jeden Tag Sport zu machen, nicht in irgendeiner Weise ja, wegen dem Fasten da unterbrechen. Deswegen habe ich was gemacht. Jetzt geht es wieder los, richtig viel auch. Und genau. Ansonsten. Ja, soll es eigentlich gewesen sein. Ich wollte einfach noch ein Resümee, weil ihr es euch gewünscht habt und ja, ich auch merke, dass in letzter Zeit so die Wissensvideos und die ganzen vielen Informationen, die da euch täglich auf euch einprasseln, das wird euch einfach zu viel. Das ist ja so, mir ist das bewusst, dass euch das zu viel ist. Das ist nicht so, dass ich denke, das macht Sinn, jeden Tag ein Video für euch zu posten oder auch aus wirtschaftlichen Gründen macht das irgendwie Sinn. Nö, das macht's nicht. Aber ich bin halt jeden Tag begeistert, stürze mich in die Bücher und finde interessante Sachen und möchte die teilen. Meine Liste, was ich als Video machen möchte, die wird immer länger, die wird nicht kürzer. Und von daher ja, ist es halt so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits liebe ich das, mich zu informieren und ja, entsprechend auch ein Video draus zu machen und andererseits ja, kommen von euch auch vermehrt ja, durchaus die Kommentare und ich spüre das auch vom Gefühl her, dass es echt ganz schön viel ist und naja, ich sag mal, in einem Monat oder sowas, dann gibt es keine Wissensvideos mehr, weil dann bin ich unterwegs, wahrscheinlich, weiß nicht wie lange, 1-2 Tage, 3-4 Tage, eine Woche, 2 Wochen, 2 Monate, keine Ahnung und ja, und da wird es dann weniger mit den Wissensvideos. Man hat also manchmal Ideen und ja, jetzt gerade in der Woche da ist einiges zusammengekommen. Naja, was man denn so machen könnte. Ja. Naja, ich will euch auch nicht weiter langweilen und die Sache ist halt die, wenn ich Gedanken teile, dann hat das eine Wirkung. Und die ist immer nicht so abschätzbar für mich. Und die Sache ist ja die, ich, am Anfang von YouTube war es so, das könnte doch ein bisschen gehen jetzt. Am Anfang von YouTube, es war einmal, da gab es den Christian und der wollte einfach nur so seinen Weg teilen, ne? Was er einfach so erfährt. Und das hat sich halt irgendwann geändert, indem ich gesagt habe, okay, das, was ich erfahren habe, war interessant, aber jetzt könnt ihr eigentlich mit YouTube aufhören, aber nö, ich habe gemerkt bei YouTube, das ist halt ein unglaublicher Multiplikatoreffekt, du erreichst viele Menschen, du kannst viel bewirken und habe ich das probiert, habe mich da noch nicht so sicher und so wohl gefühlt, weil ja, letztlich ja, bin ich ein ganz normaler Mensch. Das heißt, ich bin ja kein, habe nicht irgendwie eine spezielle Fähigkeit oder spezielles Wissen oder irgendetwas, sondern bin ein ganz, ganz normaler Mensch, der sich einfach halt ja, beliest, schaut, guckt und die Erfahrungen teilt. Und
Ja, und dann habe ich halt gemerkt, dass ich viele, viele positive Sachen anschieben kann. Und das nicht nur irgendwie so groß im Allgemeinen, so, dass ich irgendwie über Ernährung informiere oder über, wie man vielleicht sich da eine Depression stellt oder sowas, sondern dass halt ganz konkret Menschen gekommen sind und gesagt, du hast mir geholfen. Und dass ganz konkret Menschen bereit sind, sozusagen, ja, etwas zu geben dafür und sozusagen Energien auszutauschen. Ich rede jetzt nicht nur von Geld, sondern einfach von einem Dankeschön, von einem Brief oder sowas, ne? Dass da eine Energie geflossen ist. Übers Internet, über die Leitung des Internets ist eine Energie geflossen. Und das habe ich halt so mitgekriegt und das war natürlich faszinierend. Ja? Und gerade nachdem ich bisher in meinem Leben eigentlich nur ein Geld hinterher gerannt bin und wenn mein Video noch nicht kennt, hier vom Saulus zum Paulus. Und ja, und das war halt, oder das ist natürlich wunderschön. Und entsprechend, ja, fühle ich mich da sehr, sehr wohl und werde das eben auch weiter tun. Und um den roten Faden auch wieder zu bekommen. Aber dann ist es natürlich so, dass ich eben auch viel Wissens-Informationsvideos mache oder ganz spezielle Inspirationsvideos. Das heißt, dass ich nicht nur, wie jetzt hier sitze, mit euch rede, sondern dass ich ganz, ganz spezielle Videos mache mit einer Absicht. Dass ich mittlerweile auf meinem Kanal moderiere mit einer ganz speziellen Absicht. Dass ich sozusagen was kreieren möchte. Ich möchte etwas kreieren. Ich möchte einen Raum kreieren. Kommt vielleicht auch nochmal ein Video dazu. Und das ist eben eine gewisse Verpflichtung, eine Verantwortung, die ich damit eingegangen bin. Ja? Ich habe natürlich das Recht, die Verantwortung jederzeit abzulegen und zu sagen, hey, hör auf. Aber würde ich nicht machen. Erstens habe ich wahnsinnig Freude dran. Und zweitens gibt es ja keinen Sinn in dem Leben. Ich weiß nicht, ob das Video noch findet. Das war eines meiner ersten Videos, die ich gemacht habe. Es gibt nicht wirklich einen Sinn im Leben. Man kann sich einen Sinn geben. Weil der Sinn ist letztlich nichts anderes, als dass das Denken etwas geformt hat. Und das ist eigentlich nicht wirklich von Bedeutung. Bloß wenn man dem Denker noch Bedeutung schenkt, und das tue ich, ich schätze den Denker. Weil im Bewusstsein bin ich ewig. Der Denker, den habe ich nur für die Zeit des Menschenlebens. Und deswegen schätze ich durchaus den Denker und ja, tue sozusagen da Tribut zollen, indem ich auch dem Denker mir einen Sinn des Lebens geben lasse. Natürlich immer mit dem Wissen, dass es halt eher eine Spielerei ist, aber naja, ich habe halt Sinn gegeben. Und kultiviere halt den Denker, indem ich halt die YouTube-Videos mache und der Denker fühlt sich sehr, sehr wohl. So sieht's aus. Und deswegen, oh, ist das ein roter Faden, ein roter Faden. Ich habe nicht verloren. Und deswegen ist es so, wenn ich einfach so Gedanken hinrotze, die ich habe, so wie ich es vielleicht am Anfang getan habe, dann hat die eine Wirkung. Und das kann dem Sinn, den ich meinem Leben gegeben habe, das kann das torpedieren. Das kann da Probleme verursachen. Muss es nicht. Also ich habe jetzt keine Gedanken, die zwangsläufig Probleme verursachen, aber ich mache mir schon bewusst Gedanken, was ich sage, wie es ankommt, was für Energien bei euch ausgelöst werden, was entsteht in euch und ist das etwas, was ich möchte oder ist das etwas, was ich nicht möchte. Und bei verschiedenen Themen ist es eben so, die brauchen eine ganz, ganz klare Herleitung, will ich nicht sagen, eine ganz, ganz klare, erstmal eine Definition von Worten und dann eine ganz, 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 ganz genaue Erklärung, was sie bedeuten. Weil es ist so unglaublich, wie viele Videos von mir anders interpretiert werden als das, was ich sende. Unabhängig davon, ob ich zu dumm bin, das klar deutlich auszudrücken oder ob ihr zu dumm seid, das zu verstehen. Es ist einfach so, es kommt bei vielen Videos teilweise ganz anders an. Und ja, und deswegen tue ich einfach so Gedanken rausplauzen. So. Ich habe jetzt echt wirklich 12 Minuten davon geredet, warum ich nicht einfach Gedanken rausplauze. Tja, so ist das. Ja, ich fühle mich einfach zurzeit echt total glücklich und ja, ist halt, rede gern mit euch. Freue mich auch wieder auf den Live-Talk. Und ja, dann will ich es jetzt mal nicht
länger ziehen, auch wenn ich Bock drauf hätte. Und ja. Ach so, wer Bock hat, am Samstag und am Sonntag bin ich auf der Revolution in Berlin. Auf der Revolution, das ist die Rohkostmesse. Und dann bin ich 2 Tage da, mache unter anderem wahrscheinlich so ein kleines Imagefilmchen für so eine Firma. Der hat da angefragt, ob ich da Lust drauf hätte. Und ja, werde ich wahrscheinlich machen. Werde ein bisschen beschäftigt sein. Aber sonst werde ich mir auch ein paar Vorträge anschauen. Und wer natürlich auch mit euch ins Gespräch kommt, wenn ihr da seid, sprecht mich einfach an, habt keine Hemmungen. Ne? Wenn ich bin offen und direkt, wenn ich sage, hey, pass auf, ich habe jetzt nur 5 Minuten oder so, dann sage ich euch das. Aber ja, oder drückt mich einfach oder lasst euch drücken und ja, einfach relaxed. Freue mich auf jeden Fall auf Samstag. Werde auch einige treffen, wo ich mich schon ein bisschen verabredet habe. Und ja, das soll es gewesen sein. Also, fast ein Resümee. Ne? Light. Probe leid, aber nur wenn man es wirklich annimmt. Und das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns morgen wieder mit einem Informationsvideo oder einem Inspirationsvideo. Wir werden es sehen und alles Gute. Ciao.